Hallo und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Deutsch üben. In diesem Video wollen wir uns mit dem Unterschied zwischen das und das beschäftigen. Aber nicht, ich möchte es euch nicht erklären, sondern wir machen eine Übung eben zu dem Thema. Falls ihr eine Erklärung zu dem Unterschied benötigt, dann seht euch unser Grammatikvideo an, das ich euch jetzt hier verlinke. Aber wir wollen jetzt eben, wie gesagt, eine Übung machen. Und in dieser Übung zeige ich euch 10 Sätze und ihr sollt die richtige Form von das mit einem S oder das mit zwei S einsetzen. Ich zeige euch die Sätze. Dass du zu spät kommst, das ärgert mich. Also es muss immer das in die Lücken. Ich lese gerade das Buch, das du mir geschenkt hast. Dass der FC Bayern verliert, das war doch klar. Wenn man beim Arbeiten schwitzt, bedeutet das nicht, dass man Fieber hat. Dass du so einfach deine Meinung sagst, dass du so stark bist, das muss man auch mal sagen. Das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das sollte doch klar sein. Das Handy, das Kathi sich wünschte, das war nicht gerade billig. Ich wundere mich, dass du überhaupt keine Angst hattest. Und ich verstehe schon, dass das alle machen wollen. Und dass das so schwer sein soll, das kann ich nicht verstehen. Das sind die 10 Sätze. Und jetzt würde ich sagen, machst du Folgendes. Du stoppst das Video, nimmst dir einen Zettel, also etwas zu schreiben, schreibst die Nummern 1 bis 10 und notierst dir nur das mit scharf, mit Doppel-S oder das mit einem S für die Lücken, zum Beispiel in Satz 1, das erste und das zweite das. Und wenn du fertig bist mit allen 10 Sätzen, dann lässt du das Video weiterlaufen und wir sehen uns gemeinsam die Lösung an. Okay, also ich würde sagen, stoppe jetzt das Video und lege los. Und wenn du fertig bist, sehen wir uns gleich wieder. Gut, ich gehe davon aus, du bist soweit. Wir starten mit dem ersten Satz. Dass du zu spät kommst, das ärgert mich. Dass du zu spät kommst, das ist ein Nebensatz. Es ärgert mich, dass du zu spät kommst. Also ist es eine Konjunktion und deswegen brauchen wir ein Doppel-S. Dass du zu spät kommst, das ärgert mich. Dieses ärgert mich. In dem Moment, wo ich das mit dieses oder jenes oder welches ersetzen kann, muss ich immer mit einem S schreiben. In dem Fall ist es ein Pronomen. Ich lese gerade das Buch. Das ist natürlich der bestimmte Artikel. Das Buch, das du mir geschenkt hast. Welches du mir geschenkt hast, das ist ein Relativpronomen. Das du mir geschenkt hast, auch mit einem S. Dass der FC Bayern verliert. Das war doch klar. Es war doch klar oder dieses war doch klar. Dass der FC Bayern verliert, das ist ein Nebensatz, wieder eine Konjunktion. Und das war doch klar, dieses war doch klar, jenes war doch klar. Also ich kann das ersetzen. Deswegen einfaches S. Wenn man beim Arbeiten schwitzt, bedeutet dieses, jenes nicht, also das, dass man Fieber hat mit Doppel-S, das ist nämlich wieder ein Nebensatz. Dass du so einfach deine Meinung sagst, auch hier haben wir einen Nebensatz. Dass du so stark bist, auch hier, das ist ein Nebensatz. Das muss man auch mal sagen. Dieses muss man auch mal sagen. Jenes muss man auch mal sagen. Also hier mit einfachem S. Dieses ist meine Mutter, also das ist meine Mutter mit einem S. Jenes oder dieses ist mein Vater, auch mit einfachem S. Das sollte doch klar sein. Dieses oder jenes sollte doch klar sein. Also auch kein Doppel-S.
Welches Handy? Dieses Handy, das Handy. Welches, das Kathi sich wünschte, dieses war oder jenes war nicht gerade billig, also immer mit einfachem S. Und dann, ich wundere mich, dass du überhaupt keine Angst hast. Das ist ein Nebensatz, der hier eingeleitet wird. Das sieht man schon daran, dass das hattest am Ende steht. Das Verb. Ich verstehe schon, Komma, dass das alle machen wollen. Dass das alle machen wollen. Dass dieses oder jenes alle machen wollen. Und wollen ist hier wiederum das Verb. Deswegen ein Nebensatz. Okay, und dann soll ist wieder ein Verb, deswegen auch hier ein Nebensatz. Das und dann jenes oder dieses, das so schwer sein soll, dieses kann ich nicht verstehen. Okay, also hier ganz normales S. Und damit sind wir schon am Ende unserer Übung. Ich hoffe, du hattest alles soweit korrekt. In jedem Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen.